Ein Studierenden des Studiengangs Bau- und Immobilienmanagement zeichnet aus, Gebäude ganzheitlich betrachten zu können und alle Lebensphasen detailliert analysieren zu können. Hierbei achten wir vor allem darauf, bautechnische, baurechtliche, aber auch wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte in Einklang zu bringen. Ich heiße Giuliano und ich studiere Bau- und Immobilienmanagement an der Hochschule Mainz. In meinem Studiengang gefallen mir am besten die bauspezifischen Inhalte. Nach meinem Studium will ich in der Bauleitung tätig sein und dahingegen werden wir sehr gut mit Grundlagenmodulen vorbereitet, aber auch vertiefungsmäßig in Wahlpflichtmodulen, die wir selbst belegen können. Mir hat das Modul Projektentwicklung am meisten Spaß gemacht, weil man da die Immobilie im Ganzen betrachtet, also vom leeren Grundstück bis zur fertigen Immobilie. Und dadurch habe ich auch die Richtung gefunden, in der ich später arbeiten möchte. Ich bin Elif, arbeite bei der Firma Renolit als Projektingenieurin im Bau- und Immobilienmanagement, Bereich Facility Management. Durch das Studium hat man nicht nur kaufmännische Themen oder Management-Themen vermittelt bekommen, die man in dem Beruf auf jeden Fall auch benötigt, sondern halt auch Schwerpunkte im technischen Bereich, dass man einfach die Anlagentechnik versteht, dass man die Zusammenhänge zwischen den Anlagen versteht. Der Studiengang ist sehr auf Praxis ausgelegt. Ich finde es gut, dass man während dem Studium schon die Chance erhält, Berufserfahrung zu sammeln und dadurch der spätere Berufseinstieg leichter wird. Das Beste an meinem Job ist, dass ich Dinge, die ich gut beherrschen kann, das ist das Managen, Organisieren, strukturiert arbeiten, auch umsetzen kann. Mir macht es halt Spaß, die Verantwortung für eine Immobilie zu tragen, dass ich weiß, wann ich welche Anlage warten muss, wann ich eine Instandsetzung vornehmen muss, an welchen Nachunternehmer ich mich wenden muss, worauf ich zu achten habe. Der Umgang unter den Studierenden würde ich sehr positiv beschreiben und das wird auch durch die Gruppenarbeiten nochmal gestärkt. Vor allem auch vor den Klausuren lernen viele Studenten zusammen und tauschen sich aus. Unsere Vorlesungen haben auch sehr viel Praxisbezug, dadurch, dass wir auch einige Lehrbeauftragte haben, die eben auch sehr, sehr viel Praxiserfahrung mitbringen und uns von ihren alltäglichen Erfahrungen erzählen und dadurch entsteht auch eine sehr, sehr offene Kommunikation. Ich bin Fabienne und ich studiere Bau- und Immobilienmanagement.